Schreibt mir in den Kommentaren, was ihr zu Dicks haltet. Ich muss ehrlich sagen, Dicks, ein Griff ins Klo. Verdammt, mein Herz, ey. Wie kann man so eine Scheiße nur auf Papier bringen? Ja, ist mal wieder Zeit für was Gutes hier. Ja, so, hey ho YouTube und herzlich willkommen wieder einmal zu einer Einzelreview von mir. Und zwar dieses Mal Superman Erde 1, Band 3, geschrieben wieder von J. Michael Straczynski natürlich und einem neuen Zeichner, der Adrian Shear, von dem ich bisher aber noch nie was gehört habe. Und ich muss sagen, das ist eine wohltuende Kur nach Dicks, weil Straczynski schreibt wieder so wie eine groß angelegte Geschichte. Er nimmt wieder Bezugspunkte zu den anderen zwei Bänden und er schließt das Ganze wirklich wohltuend ab und das Ganze wirklich spektakulär. Und ich muss sagen, super. Wirklich sehr, sehr gut. Wir begleiten wieder einmal natürlich Clark Kent, wie er mittlerweile eine eigene Wohnung hat, wie er für den Daily Planet arbeitet. Wir lernen Lois Lane dabei kennen. Zu meiner Schande muss ich gestehen, ich habe den zweiten Band damals nicht auf der Comicmesse bekommen. Deswegen weiß ich nicht, inwieweit die einzelnen Charaktere schon vorgestellt wurden. Er hat mittlerweile auch schon so eine Semi-Freundin, von der er noch nicht wirklich weiß, dass sie in ihn verliebt ist. Aber macht wieder sehr, sehr viel Spaß. Und wie gesagt, es wird Bezug genommen zu Band 2, in dem Superman nämlich die Parasiten bekämpft hat. Und aufgrund dessen tritt eine neue oder ein neuer Kryptonianer die Bühne, und zwar Zod, beziehungsweise er nennt sich dann noch anders, Zod, Zoel oder so ähnlich. Und wie es irgendwie momentan wohl cool ist, hat er diese Kapuze. Ich weiß nicht, wie viele Helden oder wie viele Schurken schon diese Kapuze haben. Nehmen wir mal Assassin's Creed. Nehmen wir mal, was gab es noch? In Famous Second Son, also für den Videospielbereich sehr viele und so weiter. Irgendwie ist es total cool. Oder wie hieß er noch bei Superman Unchained? Der Bösewicht, Wrath oder so ähnlich. Der hatte auch diese Kapuze am Anfang, diese Energiekapuze. Also irgendwie scheint es cool zu sein, in letzter Zeit die Bösewichte oder Helden in so einem Hoodie zu verstecken. Aber nun gut. Worum geht's? Auf jeden Fall, Zor-El gibt sich aus als jemand, der Supermans Onkel ist, dabei mit dem Raumschiff abgestürzt ist und versucht natürlich deswegen Superman zu töten, weil er wohl der letzte Kryptonianer ist und der die Parasiten getötet hat in Band 2, was natürlich in Zor-Els Plan nicht so vorgesehen war und deswegen entbrennt dann ein Kampf zwischen den beiden. Der soweit auch fast Metropolis zerstört, wenn nicht Lex Luthor und Alexandra Luthor eingreifen würden, also ein Paar. Und es kommt natürlich zu verheerenden Toten von jemandem. Natürlich verrate ich natürlich nicht wer, aber es ist super gezeichnet, schön dynamisch gezeichnet, muss ich sagen. Ein bisschen grober, körniger, sage ich jetzt mal, als der Shane Davis. Finde ich ein bisschen schade, dass der wirklich nicht noch den dritten und letzten Band dann noch mitgezeichnet hat. Aber ich fand es wieder eine wundervolle, wundervolle Geschichte. Und ich muss sagen, J. Michael Straczynski hat es einfach drauf. Er schafft es wirklich, Charakteren, die man schon seit Jahren kennt, immer so neue Aspekte abzuringen und das Ganze auch frisch und für eine neue Generation aufzubereiten. Ich bin nicht der allergrößte Superman-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen, aber wenn J. Michael Straczynski etwas kann, dann ist es wirklich, Charaktere mir näher zu bringen, für die ich mich eigentlich nicht so interessiere. Und deswegen finde ich es einfach nur toll, dass er sich mal Superman angenommen hat. Ich werde mir auf jeden Fall noch ein, zwei andere Erde-1-Bände holen, weil das wohl wahrscheinlich so was Ähnliches ist wie so eine Art Reboot oder eine Erfrischung der Origin-Geschichte. Zum Beispiel zu Batman oder aktuell sogar zu Wonder Woman gibt es auch Erde-1-Bände, wo das Ganze halt ein bisschen einem neueren, jüngeren Publikum nochmal auf eine Frischzellenkur vorbereitet wurde. Was ich sehr, sehr schön finde, ist der Konflikt, dass die Regierung sagt, wie sollen wir denn Superman kontrollieren? Er ist doch mehr oder weniger, er gehört keiner Nation an, er entscheidet für sich selber, was Recht und was Unrecht ist. Und dieses Thema wird hier zwar aufgegriffen, wird aber meiner Meinung nach nicht wirklich weiter behandelt, wird es schon. Er tritt zum Beispiel dem UN-Sicherheitsrat hier an. Aber ich muss ehrlich sagen, ich fand die Erklärung von Superman selber, warum er oder beziehungsweise wer ihn denn aufhalten soll, ein bisschen, meh, so ein bisschen, ja, durchschnittlich, so
so lapidar. Also ich fand die endgültige Antwort jetzt nicht wirklich berauschend, muss ich ehrlich sagen. Aber nichtsdestotrotz ein super Band. Wer Band 2 und 1 schon hat, der holt sowieso Band 3. Für alle anderen gebe ich eine definitive Kaufempfehlung. 4 von 5 Punkten. Der eine Punkt Abzug, wie gesagt, weil ja, der Zeichner gewechselt hat, was ja nichts Schlechtes ist. Aber ich fände es halt schön, wenn der Autor und der Zeichner bei einer dreibändigen Geschichte halt dabei gewesen wären. Außerdem fand ich die endgültige Antwort, warum Superman jetzt doch weitermachen kann, ein bisschen, ja, so ein bisschen den Kopf aus der Schlinge gezogen. Und ja, wie gesagt, also wirklich ein schöner Band, 4 von 5 Punkten. Von mir für Superman Erde 1 Band 3. Mein Gott, was ein Titel. Und definitive Kaufempfehlung. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Schreibt in den Kommentaren, wie ihr den Band fandet und ob ja, wie ihr zu Superman steht. Bis die Tage.